blöde Kriegshaus, The Bloody Hospital oder auch einfach das blutige Krankenhaus. Dieses Gebäude macht seinen Namen alle Ehre. Dort sieht man alles, auch genug, was man eigentlich gar nicht sehen möchte. Vom Blut bis hin zu anderen Körperflüssigkeiten, Kanülen, Spritzen und so weiter. Das Krankenhaus an sich ist gar nicht mal so lange verlassen. Der Neubau nebenan wurde um 2017 eröffnet, was darauf schließen lässt, dass das Krankenhaus selber 2017-2018 geschlossen wurde. Trotz des Umzuges wurden einfach Spritzen und Kanülen zurückgelassen, ebenfalls auch OP-Besteck und etliche Geräte sowie Betten und noch deutlich mehr. Das ist eins der krassesten Lost Places, die wir je gesehen haben. Das ist nur eins der Belgien Tour 2024, wo wir so einige krasse Lost Places hatten. Da das Video an sich sehr lang ist, trennen wir das Video in zwei Teile. Im zweiten Teil werden wir sogar noch verfolgt. Aber verpasst nichts und schaut euch erstmal den ersten Teil an. Über einen Kommentar, Like und Abo würden wir uns freuen und würde uns sehr helfen, da wir auch nicht mehr weit von den 1000 Abonnenten entfernt sind. Danke und viel Spaß mit The Bloody Hospital. Wir suchen nach einem scheiß Eingang und wollen nur durch ein Fenster zu klettern. Gucken, wo wir hochklettern können. Sehen dann schon mal ein Fenster offen ist und dann steht ja eine offene Tür mit einem Rollstuhl hier. Gut, Leute. Yo, Leute, und herzlich willkommen hier mit zu einem neuen Video auf dem Kanal Benuel. Ja, willkommen. So, Leute, wir sind im Krankenhaus. Da oben sind halt Leute. Bock, und auf den Zimmern und so. Ja, ja. Bock. Es geht aber safe und einfach einen Weg. Das glaube ich auch. Da geht der Manuel durch und dann sieht man da drüben das Krankenhaus, was noch aktiv ist. Und hat er das Licht da drin? Ja, lass mich hier noch im Fenster stehen. Und hier ist der eigentliche Haupteingang. Okay, ich habe ein Bett gefunden. Lass mal eine Runde. So Leute, damit ihr auch erzählt, habe ich wie immer die unauffälligste Taschenlampe bei. Die Mülltonne kannst du wegschieben, ganz ehrlich. Bringt aber nichts, wenn die Tür zu ist. Also ich würde sagen, die Station oben sehen genau aus. Wir gehen uns das oben angucken. Aber du kannst da reinfilmen, dann siehst du das. Aber mit Dämmwolle, warum das denn?
macht ja gar keinen Sinn. Oh. Hm? Darfst du dein Auto nicht hinstellen. Schade aber auch. Man steht hier halt so auf dem Präsentierteller. Das sind irgendwelche Geräusche. Ja. Was kann das? Das ist so eine Rampe. Und dann krass. Das sind da Fenster. Ich glaube, da geht ein Balkon raus. Irgendwie will ich gucken gehen. Warum haben die Türen alle zugemacht, Alter? Viel zu kompliziert hier. Funktioniert der Aufzuglift wenigstens noch? Alter, guck mal, das Panzerglas, was da drin ist, das kriegst du nicht mal kaputt. Hier steht auch gefühlt alles unter Wasser. Aber lass doch mal hier reingehen. So. Alter. Was? Ich habe heute eine Louis Vuitton gefunden. Guck mal, eine Louis Vuitton. Wie geil. Ich kann demnächst in Urlaub mitfliegen. Richtig fett. Louis Vuitton. Handlich, kompakt und gut. Die Louis Vuitton. Kaufen Sie sie jetzt. Nur 2.500 €. Robustes Material, wunderbar verarbeitet. Sie können es vom Hof aus schmeißen, es wird nicht kaputt gehen. Die Louis Vuitton ist für jeden Anlass. Ob zur Hochzeit oder nur der kleine Reiseausflug mit Freunden. Kaufen Sie sich jetzt die Louis Vuitton. Robuster geht es nicht. Wenn die Tasche mal umfällt, gar kein Problem. Wenn man die Tasche an die Wand anlehnt, geht die Wand kaputt. Robuster als Louis Vuitton gibt es nicht. Was ist da oben in dem roten Kasten? Noch mehr Knöpfe zum Drücken und Alarm auslösen. So Leute, wir filmen jetzt natürlich auch mal ein Zimmer. Boah. Ist aber ein Einzelbettzimmer, ne? Ja. Man kann das auch abnehmen sogar. Nein! Ich glaube, wenn man jetzt wieder weiter nach unten geht, bekommt man wieder bessere Sachen, oder? War das ein Zufall? Boah, also Leute. Müssen wir hinten ein bisschen aufpassen wegen diesem Neubau da. Das ist nämlich dann wiederum nicht so lustig. Was ist das hier? Keine Ahnung. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, ne? In den Neubau. Geht's da durch oder so? Hoffentlich nicht ganz laufen. Wir müssen ja hier alle durch. So.
Warte, wir gucken uns noch das hier an. Komm her. Alter, hier ist die Küche. Warte, Leon. Doch jetzt kam es zu dem ersten Geräusch, was ich gehört habe. Was auch sehr gut auf der Aufnahme zu hören ist. Aber Leon hatte nichts gehört. Weswegen ich mir dachte, ich hätte es mir eingebildet. Aber hört selbst. Ja, ist Küche. Ich glaube, da vorne war Mensa oder sowas. Warst du das? Ja, war ich. Das Geräusch gerade. Welches Geräusch? Das hab ich gehört. Nein. Da war gerade ein Riesenkrach und du hörst das nicht. Doch. Ihr habt's gehört, oder? Außer neben meinen Gedanken, in diesem Moment Leon einfach umzubringen, hatte ich mir auch erst gedacht, gut, vielleicht Wind oder ein Tier. Wobei Wind nicht sein kann, weil das Geräusch nur einmal kam und es sehr windstill war. Nach dem Lost Place wussten wir allerdings mehr als zu diesem Zeitpunkt. Also pass mal ein bisschen auf, da kam wie aus dem Treppenhaus oder so. Da oben steht einer am Fenster mit Halt, unterhalten sich das Fenster. Die habe ich gerade voll angelurrt. Angeleuchtet oder was? Das ist ja auch so. So, Leute, gucken wir jetzt. Ich werde zu den Keller reinkommen. Eigentlich habe ich ja gehofft, dass man hier zum Neubau kommt, ne? Aber durch den Kabelkanal da kommt man vielleicht zum Neubau. Aber das war es dann auch. Wie so eine kleine Eckdusche. Ja, sehr vertrauenswürdig. Sehr vertrauenswürdig. Leise sein. Das ist schon viel zu laut. Ja, geht aber nicht mal. Man muss nämlich alles drauf. Alter, wilde Sachen. Wild. 24 Stunden Videoüberwachung. Ja. So gut. Gut zu laufen. Sieht aus wie eine Fleischabdürre. Das sieht aus wie der OP fast. Wie das hier aber auch innen drin steht, ne? Ja. Aber das ist zu der Zeit gewesen hier, weil hier steht ja auch Smoking not allowed. Das wird ja wahrscheinlich, oder hier, regulars. Hier riecht es extrem scheiße. Schimmel, das ist Schimmel.
Schön. Sehr schönes Bild. Treppe runter. Ich weiß, und da geht es noch weiter runter. Das ist die Leichenkammer. Oh mein Gott. Leute. Geh du vor, dann hast du eine Cinematic-Aufnahme von dem Raum da unten. Das ist dann wahrscheinlich irgendwas vom Pfarrer, Dokumente, kirchlich oder irgendwas in der Lärm. Das sieht zu viel Küche aus. Ja, aber Aufenthaltsraum von der Kirche. Vielleicht ist das ein Pfarrer, der hier fehlt, der nicht 24-7, aber der hier wahrscheinlich 2 Stunden oder so angestellt ist. Und dann chillt der halt auch der Leib. Das ist ja nicht rund um die Uhr Messe. Da muss der auch noch was zu tun haben. Der hat auch noch einen Flug gelegt. Die ist offen. Die geht auch nicht zu. Das ist ein riesen Aufzug. Oh, da steht anders viel Schick. Alter. Das, nee, das ist keine OP. Was ist das hier? Nein. Das ist doch keine Küche. Irgend so was. Wir sind jetzt ein Dunstabzugraum. Oh, doch. Mit Geruchsschutz könnte Küche sein, ja. Hier ist die Kapelle. Wir sind links lang gegangen. Ich würde sagen, das ist die Kapelle. Hier sind wir rausgekommen. Dann ist hier drüber ein Treppenhaus. Dann sind wir hier runtergelaufen und dann sind wir da irgendwo. Das riecht nicht geil hier drin, ne? Das riecht so nach verschimmeltem Fleisch. Weißt du, nach so verschimmeltem, trockenem Fleisch. Die Kühlkammer, wo da unten der 70 absitzt. Alter, Bruder. Das ist schon hardcore ekelig. Und was ist jetzt das da? Ich bin immer wieder da, wo wir eben waren. An den Treffhaus. Ja, wollen wir nicht noch da den ganzen Shit da begutachten oder wollen wir noch... Ja, der da so viel lag. Da gehen wir jetzt gleich hin, aber erstmal müssen wir jetzt hier gucken. Was ist das für ein Fenster? Sieht schon mir lustig aus. Das sind ja wahrscheinlich irgendwelche... Nee, von der anderen Seite sieht besser aus. Hier ist irgendwas mit Labor oder so wahrscheinlich. Und wir sind hier nicht allein drin auf dem Treppenhaus. Noch ein Treppenhaus. Hier geht's noch weiter runter. Gestohlen. Beweiligt. Backup. Beweiligt in Huis. Uppercut. Uppercut. Safe geht's ja eh nirgendwo weiter. Ja, das spannend war. Wenn hier dunkle große Türen, das könnte Röntgen, OP sein, wie du schon sagst. Ja, yep. Das ist OP. Das könnte OP sein.
Hier ist OP-Trakt. Leute, das müssen wir zensieren. Es ist so unfassbar ruhig hier. Das sind so Obduktionsmöglichkeiten. Und Probleme von Kindern oder sowas. Hier, dritten Grad Zerbrennung. Hier, erste Grad Zerbrennungen. Zweite Grad Zerbrennungen. Leute, ich weiß auch nicht, was ich davon. Ich weiß auch nicht, was ich davon zeigen kann, was ich zensieren muss. Das da unten muss ich auf jeden Fall zensieren. Das geht ja gar nicht. Das auch. Ich würde dann einfach alles zensieren. Würde ich, glaube ich, auch machen, weil das ist. Oder sonst Triggerwarnung oder irgendwas, keine Ahnung. Hier könnte OP Einrichtungsraum. Hier ist Röntgen. Hier ist Röntgen. Da ist auch Röntgen, ja. Hier ist alles Röntgen. Leute, das ist geisteskrank. Oh, krass. Traglast maximal 30 Kilogramm. Leute, das ist heftig. Das ist sowas, das ist heftig. Ich meine, gebt euch mal den ganzen Gang. Hier liegt noch eine Kanüle. Ich habe ein Pflaster gefunden. Ich habe auch eine Kanüle gefunden. Ja, Leute, das weiß ich auch nicht, ob ich das zensieren muss, weil das ist Blut. Das ist eine Menge Blut. Ich weiß nicht, ob ich das zensieren muss. Das ist Röntgen, ne? Auch, ja. Nee, ich glaube, das ist sogar OP. Das ist doch, ja? Aber hier ist kein richtiger OP-Tisch, ne? Okay, hätte aber sein können. Guck mal. Das kreist runde. Deckenlampe haben die abgenommen. Weil das sind nur Tische, wo hier Apparate draufstehen, ne? Und das kenn ich aus dem OP. Wenn du, dann hast du hier die Geräte draufstehen. Ja. Mach kaputt. Und dann kannst du hier rechts vom, ja, ja vom OP-Tisch, links vom OP-Tisch, hier kannst du die Kanülen alle dranhängen. Also die Blutkonserven und so weiter. Oder Jono oder irgendwas. Alles Mögliche da dranhängen. Hier hast du die Medikamente drin. In den Schränken. Aber dafür ist das nämlich auch schon wieder komisch, weil hier die Schränke sind. Das kenne ich eigentlich nur aus der Notaufnahme. Dann hast du Schrank A, B, C und dann. Okay, Leon, vergiss nicht, wir sind in einem anderen Land. Ja, da kann ja trotzdem. Du bist Fachmann, du kannst zu was sagen. Das ist eine Aufziehkanüle. Ja, sagte ich ja. Kannst du da rausnehmen und dann hast du hier, jetzt machen wir das Illegalste, was man nicht machen darf, das Recapping. Weil da verletzt du dich am meisten. Bis 2005, erster ist das haltbar. Ja. Was ist das mehr, da? Alter. Das wollen die Zuschauer bestimmt auch wissen. Guck mal. Yo! Junge! Also brauchen wir neue Kanülen, aber da die nicht eingeschweißt sind, nein. Geil! Weißt du, was das ist, Manuel? Nee. Das ist zum Nähen. Ja, das sind 45 cm Schnur, ja. Gebogene Nadel P3. LOL, also zu OP nähen, was ist das genau. Da? Das interessiert mich jetzt super. Da ist nichts drin, habe ich schon beide Schubladen zugemacht. Mich hat nur das untere da interessiert. Das? Ja gut, das sieht nach einem scharfen Ende aus. Muttermal ausstechen, keine Ahnung. Das könnte vielleicht sein, ne? Und sowas, was steht denn hier drauf? Pixoexcisor. Elliptical Excis. Skalpell, das ist auf jeden Fall irgendein Skalpell. Punsch.
Ja. Und ich gehe davon aus, den steckst du irgendwo rein. Also der wird irgendwas ausstechen. Das ist ein, was ist das? Ein elliptisches Skalpell. Elliptischer. Also ein Kreis, also ovalähnlicher Skalpell. Das sieht fancy aus. Das ist, glaube ich, wirklich zum Muttermal ausstechen oder Warzen oder sowas. Mitesser-Extreme, die nicht weggehen oder sonst was. Ich brauche mal eine Erklärung. Warum sind hier Schallschutzplatten dran, ne? Damit du nicht hörst, wie die Leute schreien. Ja. Hier ist... Ich denke auch noch ein OP. Sieht zumindest so aus, also mit diesen... Hier auf dem Boden mit diesen Kreisrunden haben sie einfach dicht gemacht und keine Ahnung, was das danach war, ehrlich gesagt. Das hier ist, glaube ich, ein EKG? Nee, ist ja auch nur so ein Tisch, aber da kannst du, glaube ich, ein EKG draufstellen. Heftig. Das ist Krankenwagenzufahrt, ja. Ja, und die Tür geht einfach auf. Hier aus? Hm? Das sieht halt richtig fett aus, ne? Glaube ich. Die Räume haben wir schon gesehen? Nee. Nee, ist alles hier. Die sind ja von da gekommen. Mhm. Die Dusche. Das sind die kleinen Notaufnahmenräume. Aber hier sind Bettenanschlüsse. Normal, hier sind ja auch Betten drin. Kleine Rollwägelchen. Also Bettenwägelchen. Aber was meinst du als Bettenanschlüsse? Das hier? Nee, nicht das hier. Das hier? Das ist auch für alles andere noch. PC, ja, das da auch natürlich. Das ist für Laptop oder irgendwas. Genau, bei Waschbecken drin. Oder so. Vor allem kommt der richtig wild so raus. Jo. Das sind so dicke Schrauben, die kannst du in die Wand zimmern und dann kannst du irgendwas anderes da dran schrauben. Das ist eigentlich auch geil, ne? Das ist voll heftig, das mit der Mutter. Aber hier kannst du was mit der Mutter draufschrauben. Ich kann das vielleicht nicht schrauben. Ja, ich weiß. Ich merke das. Auch wenn das schon wieder interessant ist, ne? Aber renne ich jetzt. Ich weiß nicht, ob da oben gerade ein Auto zogen oder? Ich glaube eh schon nicht, dass wir hier ganz alleine sind. Aber als ob hier einfach ein Fenster ist. Jo, oh, der Windzug. Leute, man denkt die ganze Zeit, okay, das war's soweit mit dem Krankenhaus. Du gehst um die Ecke und hier ist alles unter Wasser. Wenig Gerätschaft. So, Leute. Das hier. Jetzt kommt nämlich ein bisschen... Sterilisieren. Junge, dieser Rollstuhl. Hier haben wir auf jeden Fall den Seziertisch gefunden. Das wurde gebogen. Das ist nicht rund. Ja, gut. Aber trotzdem. Ich habe gerade einen Schritt rum gemacht.